Halli, hallo, Hallöle, hier ist mal wieder euer Cameo-Maus, der Andreas. Und ja, in meinem neuen Tutorial beschäftige ich mich gleich mit den Linienfarben. Aber vorab, wie immer an dieser Stelle, ich benutze ein MacBook mit der neuesten Betriebssystemversion Big Sur, wie immer das aussprechen wollt, 11.3 und im Silhouette Studio in der Version 4.4.476 SSBE und wie immer an dieser Stelle SS Silhouette Studio BE Business Edition und auch an dieser Stelle wie immer der Hinweis auf die DE-Version, die Designer Edition-Version, die lege ich euch sehr ans Herz. So, das war's dazu. Noch ganz kurz, geht euch das Wetter auch so auf den Geist? Wir haben Mai und es ist kalt. Es geht mir voll auf die Nerven. Okay, das war's dazu. Musste raus. Manchmal müssen die Dinge einfach raus. So, ich habe euch was vorbereitet und zwar geht es um die Linien. Linienfarben fange ich mal mit an. Wir machen heute das komplette Paket. Linienfarben, Linienstyle. Und ich zeige euch mal, warum ich was mache. Also jetzt geht es ein bisschen für die Leute mit der DE-Version. Ich habe die Möglichkeit, nach Linienfarben zu schneiden. Das nur kurz vorab. Das bedeutet, wenn ich eine rote, eine blaue und eine grüne Linie habe ich hier. Und jetzt kann ich, wenn ich das zum Schneiden gebe, zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt nur die rote Linie geschnitten haben. Dann wird auch nur diese Linie geschnitten. Das heißt, ich kann jetzt hier die entsprechenden Einstellungen aussuchen, drücke auf Senden und das Teil wird dann so geschnitten, wie ich das möchte. Dann bin ich damit fertig und dann möchte ich vielleicht vorher noch falzen. Dann nehme ich die grüne Linie, denn da ist ja mein Stern. Jetzt kann ich hier unten wieder die Einstellung so verändern. Aber das Motiv bleibt immer die ganze Zeit im Plotter. Ich brauche nichts verändern. Ich ändere jetzt einfach nur die Einstellung und sage Schneiden. Und dann werden die Sachen so gemacht, wie ich das möchte. Und dasselbe ist hier oben. Da muss ich jetzt aber noch hingehen, damit ihr das einfach versteht, damit man das besser sieht. Ihr seht, die Linie ist blau. Ich mache es mal rot. Wenn ich das jetzt drucken lasse, wird nur das Grüne gedruckt. Aber manchmal gibt es einfach Dinge. Da möchte ich nicht, dass das geschnitten wird. Deswegen hat das die Linienfarbe grün oder in diesem Fall blau. Entschuldigung, blau bei mir. So, damit man es besser sieht. Aber das möchte ich gar nicht schneiden. Deswegen nehme ich den Haken da immer raus. Das war nur vorab zu, warum, wie man verschiedene Linienfarben nutzen kann für verschiedene Aufgaben. So, gehen wir wieder zurück ins Designfeld. Machen dieses Feld wieder leer. Ihr seht, hier habt ihr wieder die Farbpalette, deswegen mache ich das hier kurz und einfach und schmerzlos. Das ist wie hier bei der Farbpalette bei den Füllfarben, genau dasselbe. Ihr habt hier auch wieder eure eigene oder selbst angelegte Palette. Hier, meins ist immer noch da, die habe ich ja beim anderen Tutorial hier angelegt in den Füllfarben, aber die ist jetzt auch hier bei den Linienfarben verfügbar. Ihr habt wieder die Pipette, mit der ihr die Farbe rausnehmen könnt. Hier ist das Rechteck, das Quadrat. Rechteck. Ist aber auch ein rechteckiges Quadrat. So. Nein, ist Quatsch. Wenn jetzt wieder jemand Mathe studiert hat, nein, es ist ein Quadrat. Okay. Wenn ich jetzt da draufklicke, kann ich jetzt einfach diese Farbe übernehmen und sehe dann immer die Farbe, die da gewählt ist. Ich kann natürlich wieder selber Paletten auflegen. Ich kann die Transparenz der Linien verändern. Immer bei dem ausgewählten Objekt natürlich und ich kann hier unten auch wieder wie immer ganz normal die Farben einstellen. Ihr merkt deswegen heute dieser Teil recht kurz, das haben wir bei den Füllfarben schon ausgiebig gemacht. Jetzt kommen wir zu dem spannenderen Teil. So, ich gebe erstmal all meinen Linien einen bestimmten Linienstil, denn darum geht es jetzt, Linienstil. Ich kann hier auswählen, will ich das als Schnittlinie, möchte ich das gerne als gestrichelte Linie, zum Beispiel bei diesem Ding kann man das als Mikroperforierung, wenn ihr was abreißen wollt, eine Karte macht und ihr wollt ein Stückchen abreißen lassen, dann ist die Mikroperforierung, dann würde ich diese Linie wählen. Und so habt ihr hier ein paar Linien zur Auswahl. Und das Schöne ist, diese Linien werden natürlich so geschnitten oder wenn ihr das mit einem Stift macht, werden die auch so gezeichnet. Okay? Also der Stift würde jetzt, wenn ihr einen Stift einsetzt, würde der diese Linien auch so zeichnen. Das kann man also nutzen, wie man möchte. So, ich habe jetzt erstmal allen eine Schnittlinie gegeben.
Nimm mal kurz hier die Füllung raus. Hier brauche ich die nicht. Ach, bin ich doof. Ich gehe hier oben. Das wisst ihr auch. Alles, was wir auf dieser Seite hier machen, haben wir nicht ganz so ausführlich auch hier oben immer in Teilbereichen zur Verfügung. Wenn ich jetzt darauf klicke, seht ihr, geht entsprechend eine Schnellbefehlsleiste auf. Ihr könnt hier drucken, sichern, was ihr wollt. Das nur so zwischendurch. Gut. Jetzt haben wir den Stil abgedeckt. Ich kann das also perforieren oder stricheln, wie ich das möchte. Das nächste ist die Dicke. Die steht jetzt auf 0, das habe ich euch schon mal gesagt. 0 bedeutet für euch, der Plotter schneidet es, der Drucker druckt es nicht. Weil die Linie ist ja so fein von dem Messer, dass einfach das für wichtig ist für das Programm zu wissen, das soll nur geschnitten werden und nicht gedruckt werden. Möchte ich diese Linie drucken, muss ich ihr eine Stärke geben. Nochmal, ich gehe hier jetzt hin und erhöhe die Stärke. Gleiches kann ich natürlich auch hier oben machen in der Schnellbefehlsleiste. Ne? Also immer dran denken, die Möglichkeit habt ihr auch. So, und jetzt haben wir hier was Spannendes. Ich mache die Linie mal ein bisschen dicker, damit es sich auch lohnt. Aber das könnte man eigentlich bei allen machen. Ich mache mal kurz alle dicker und sage für alle, wir machen mal auf 9. Ja, 9 finde ich schick. So, und jetzt können wir mal gucken, was noch so passiert. Wir haben hier Ecken. Das heißt, wenn ich darauf drücke, kriege ich, ich scroll mal ein bisschen näher ran, werden die Ecken rund. Hört sich geil an, runde Ecken. Es geht tatsächlich, es bedeutet einfach nur, dass diese Ecke hier am Außenrand rund wird. Ich kann aber auch sagen, ich möchte da so eine Abflachung drin haben. Dann passiert das auch. Auch bei dem Stern, seht ihr, passiert das mit der Abflachung. Moment. Gehen wir mal raus und nehmen das hier. Also beim Stern passiert das und bei der Links passiert das. Wir können auch sagen, wir wollen es ganz spitz haben. Dann geht es wieder so spitz wie möglich. In diesem Falle kommt da nicht mehr warum. Denn hier ist es ja spitz. So. Fragt mich nicht, warum das Programm das so macht. Es geht ja auch nur um die Linien. Dann haben wir die Möglichkeit, das sieht man hier unten sehr schön. Ich scroll mal jetzt zu der Linie. Jetzt aktiviere ich die mal. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, Großschreibung beenden. Dann heißt einfach nur Großschreibung beenden. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt. Man kann bestimmen, wie das Ende wird. Ich hole mal ganz kurz Hilfslinien. Das werdet ihr gleich sehen, wofür ich die brauche. Die lege ich mir nur schon mal kurz hin. So, ich kann wählen rund. Habe ich gemacht. Seht ihr, die Enden sind rund. Ich kann sagen, ich möchte es eckig haben. Moment. Eckig. Dann bekomme ich jetzt genau eckige Kanten. Ja, eckige Kanten. Ich kann aber auch noch sagen, ich möchte gerne die plus ein Quadrat. Ich habe es wieder nicht markiert. Es ist heute nicht mein Tag. Dann seht ihr, hier springt es noch ein bisschen raus, weil da noch etwas zugekommen ist. Wie man oder wozu man diese Sachen nutzt, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Wichtig für euch ist noch zu wissen, jetzt komme ich mal wieder raus, diese Linien haben für euch auch eine Bedeutung. Und zwar nicht nur, dass es die Linien sind, ihr könnt die sehen, drucken und schneiden, sondern beim Schneiden. Gehen wir mal rüber zum Schneiden. Und ich nehme jetzt einfach mal einfach schneiden. So. Und wenn ich jetzt mal wieder ran scrolle, dann seht ihr, dass jetzt diese Linie so gedruckt würde, aber die Schnittlinie ist hier drin. Dasselbe ist hier. Da und da. Jetzt könnt ihr hingehen und sagen, ihr wollt das schneiden. Das ist okay. Ihr könnt aber auch sagen, Rand schneiden. Warum tut sie das jetzt nicht? So, nach einer kleinen Denkpause, warum tut sie das denn nicht? War ja mein letzter Satz, habe ich jetzt rausgefunden, warum sie es nicht tut. Ihr müsst entsprechend die Sachen markieren. Ihr könnt also auch in dieser Oberfläche jetzt hier zum Beispiel das Markierkreuz aufziehen und sagen,
ihr möchtet etwas nur schneiden, dann wird wieder nur die Linie dahin gesetzt. Das hatten wir ja gerade bei allen. Ich kann auch alle markieren und auf nur schneiden setzen. So, das heißt, bei einer dicken Linie wird das breite Teil gedruckt und geschnitten wird im Normalfall hier innen. Ich kann aber noch hingehen und sagen, ich möchte nur den Rand schneiden. Alle sind markiert, ihr erinnert euch, nochmal, ich mache es nochmal für euch, alle markieren, Rand schneiden. Und jetzt seht ihr, wird hier innen und außen, auch innen und außen geschnitten, hier die Außenkanten, weil da gibt es ja kein Innen. Und hier bei der gefüllten Form wird die Außenlinie der Form geschnitten. Und zwar außerhalb des Druckbereichs. Innen wird nicht geschnitten. Okay, habt ihr verstanden? Die dicken Linien haben also auch was damit zu tun. Wichtig ist für euch jetzt noch zu berücksichtigen, wenn ihr mal eine dünne Linie anlegt, sagen wir mal so eine, und ihr gebt ihr jetzt die Stärke 0,25. So, ich gehe da jetzt mal ganz dicht dran. Dann würde diese Linie, wenn ihr bei Senden auf Randschneiden geht, würde diese Linie zweimal geschnitten, obwohl sie ganz dicht beieinander sind. Das ist so eine Sache, da bin ich mir nicht sicher, ob man das immer will. Da sollte man also immer darauf achten, markiert dann nicht alles, sondern lasst solche Sachen dann einfach weg. Gut, das dazu. Jetzt gehen wir hier mal wieder raus. Warum nutze ich nicht einfach mein Werkzeug dafür? Manchmal gehe ich einfach nur die Wege, die ich immer mache. Meine Hände sind schneller als mein Gehirn. So, was haben wir denn dann noch? Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt können wir hier noch bei dieser Form etwas sehen. Wir können sehen, dass die Form nach vorne geholt wird. Das ist ja die Form, die wir eigentlich geschnitten haben wollen. Das ist das, was geschnitten wird. Das wäre jetzt, wenn ich die Linie mal auf 0 zurücksetze. Dann seht ihr, dass das jetzt genau die Form ist, die wir am Anfang erstellt haben. Also wenn ich dicke Linien habe, kann ich die dicken Linien hinter die Form bringen, so wie jetzt hier, oder vor die Form. Okay, gut. Dann haben wir jetzt das Thema Linien Stil beendet und jetzt haben wir noch was Schickes Neues, Linienmuster. Ja, da gehe ich mal kurz wieder raus. Schmeiß mal alles weg. Ne, nicht alles. Lass mal die zwei. Leg mir das kurz auf die Arbeitsfläche. Mach die Hilfslinien weg, die stören gerade. So. Muster. Ich markiere mir beide und ich setze jetzt an das Muster. Ihr seht hier verschiedene Muster. Ich klicke sie einfach mal durch. Ihr seht die verschiedenen Auswirkungen. Auf dem Kreis gibt es halt einen dünnen Anfang, wird dicker und geht wieder zu Ende, genau wie hier. Bei einem Strich sieht es so aus. Ihr seht, das kann ich jetzt für alle Formen durchspielen, das könnt ihr aber auch alleine machen. Na, ich habe es euch jetzt einmal gezeigt. Beim Schneiden sieht es wieder wie folgt aus. Im Normalfall so, gehe ich auf Normal schneiden, werden nur die Grundformen geschnitten und das andere wird gedruckt. Sollte man im Zweifel immer darauf achten, wenn ihr das auch so geschnitten haben wollt, müsst ihr hier auf Randschneiden gehen. Gut, das sind die Formen. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, die zu wiederholen. Wir haben jetzt hier die Form, hier unten sieht man es wahrscheinlich am besten einmal. Ich kann aber auch auf 2. 5, ich versuche mal genau 2 zu kriegen. So, zweimal. Dann wird auf der gleichen Länge das gleiche Muster zweimal angesetzt. Und das könnt ihr jetzt beliebig erweitern. Na, nur irgendwann sieht man es halt nicht mehr bei solchen Formen, wenn die Strecken zu kurz sind. Das ist einfach eine Frage des Ausprobierens. Ihr könnt auch, machen wir es mal dabei, die Länge des Musters unterschiedlich gestalten.
Länge des Musters. A, einmal war es die Wiederholung. Hier kann ich jetzt einstellen 3, 4, 5, wie viel ich will. Oder ich gehe auf die Länge des Musters. Dann kann ich hier die Länge des einzelnen Musters verändern. Ihr seht, dass dadurch so ein Effekt kommt, dass das dann hier ergänzt wird. Das Stück ist ungefähr so wie hier, ne? Also Wiederholung finde ich persönlich einfacher zu beherrschen, aber wer die Länge des Musters braucht, kann auch das nehmen. Komprimierung. Ziehen wir mal dran. Ihr seht selber, was sich tut. Für mich nicht viel. Aber es sind auch Sachen, die ich noch nie benutzt habe. Und ja, na, gucken wir mal. Komprimierung. Tut sich da was? Komprimierung 100%. Also ich sehe keinen Unterschied. Ich weiß wirklich auch nicht, was es tut. Ich habe auch nichts gefunden, was es tut. Ich gehe mal kurz auf Senden, ob sich da was verändert hat. Nö. Kein Unterschied. Okay. Das war es jetzt zum Linienmuster. Ich persönlich habe es noch nie eingesetzt. Wer es mal einsetzt, berichtet mir mal davon, wofür es benutzt. Würde mich mal interessieren. Vielleicht kriege ich ja nochmal kreativen Input. Okay? Natürlich, fürs Drucken kann man es benutzen. Da ist es eigentlich ganz schön. Ja, zum Drucken würde ich es benutzen. Gut, und dann haben wir hier unten noch das letzte, die Linienoptionen. Wenn ihr da drauf klickt, ich mache jetzt mal kurz wieder eine neue Form auf, um das nochmal zu wiederholen. Ich lasse. Ja, okay. Ich lasse diese Formen alle verschwinden. So. Ihr wisst, dass ihr dieses Rechteck nicht sehen könnt, wenn ihr das jetzt an den Drucker schickt. Weil die Linie einfach zu dünn ist für den Drucker. Wenn ich die markiere, geht hier das Menü oder der Menüpunkt kann angeklickt werden. Und wenn ich draufklicke, dann soll es so sein, dass dieses Rechteck jetzt gedruckt wird. Leute, ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe es jetzt fünfmal in den Drucker reingeschickt und fünfmal habe ich null Druck gekriegt. Also ich muss immer weiter mit der Linienstärke arbeiten. Dann wird es auch gedruckt. Mit dem Haken, bei mir funktioniert es nicht. Wenn ihr eins habt, einen Drucker habt, wo es funktioniert, dann zeigt mir das doch mal oder sagt mir mal Bescheid in den Kommentaren. Und da wir gerade bei den Kommentaren sind, das war es jetzt schon wieder. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, einen Klick aufs Abo und vielleicht auch auf die Glocke. Dann kriegt ihr immer direkt mit, wenn was Neues rauskommt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund in diesen Zeiten. Bis dann, eure Cameo-Maus, der Andreas.